Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Gott, habe ich doch geschnuddelt jetzt bei dem Intro. Hier ist wieder der Yankee mit Gothic 2 auf Pelzig. Ach du liebe Zeit. Geschnuddel ohne Ende, ich bin doch kein Südpelzer, Herrgott. Ich kann mich doch klar artikulieren. Und... Oh, da ist der nächste Bande. So, mehr du hässlicher Overgoblin. So. Na, er leid gewittert, du na Keitel noch einmal. Die prügeln mich auf mich ein wie vor Pinata hier, diese Goblins. Gewitter, er leid. Es ist nicht Schlag den namenlosen Held als Pinata und umrundet ihn. Komm her, du kleiner Gewitterputzer. So, dann habe ich mit M-Schlag sogar niedergestreckt. Dann kann ich mir mal so einen Züffelzeit-Riesentrank gönnen. Und... weil ich nichts anderes habe, was wirklich groß wieder heilt. Ohne dass ich einzigste Dinger dann verschwenden muss. Oh, da hat was bei sich hier, der kleine Gobbo. Wertvolle Innos-Statue. Na, herzlichen Dank, Kleiner. So, dann. Ja, die Kleckerl haben offenbar hin und wieder auch ein paar gute Sachen bei sich. Ich glaube, die gehört aber zu einer Quest. Die petzen sich hier offensichtlich rohes Fleisch rein. Ein Leibbrot, nämlich auch noch mit gebrotenes Fleisch. Ach, das ist jetzt meins. So, Dankeschön. Okay. Ich glaube, hier habe ich für Quest vorgearbeitet. Irgendeiner von den Bauern dürfte irgendwo seine wertvolle Innerstatue oder so verloren haben. Und müsste dann Sache die kleine Goblins waren. Und dann kann ich hier auftrumpfen und sage, hoho, und die habe ich schon erledigt. Hier ist deine Innerstatue, du frommer Idiot. So, was gibt's denn hier noch? Feuerkraut. Schwirrt hier unten noch irgendeine Vieh rum? Nö, offensichtlich nicht. Alle hopp, auf der Insel kann ich später nochmal vorbeigucken. Das gehört, glaube ich, zu einer Quest sogar, dass ich auf der Insel später noch Mucki-Lucki mache. Hey, lass mich in Friede, du Wolf. So, komm her, du. Ja, der andere kann mich jetzt halt die ganze Zeit in den Rücken zwicken. Jetzt ist aber vorbei mit Rückezwickerei. So. Und. Noch einmal. Herrgott, noch mal, wie viel hält er dann aus? So. Halt ganz schön was aus, die Mistviecher. Gerade am Anfang, wo man null Schaden macht. Na gut, dann petze ich mal halt noch den Käse rein und hier das gute Goblin-Brot. Ist immer gut. Und natürlich ein bisschen Wurst. Ach, nie verkehrt. Und, ja, komm. Hier noch. Ein bisschen Salat muss ja auch noch sein. So. Das sind Keiler. Mit denen kann ich mich erst sofort anlegen. Machen wir die Yankee 3 hier. Und komm her, du Wutz. Deep in the Wutz. Komm her, du. Schlappt doch hin ein Ork rum? Ah ne, er ist ein Feldräuber. Oh Gott. Ich hab echt gedacht, hin schlappt schon ein Ork rum. Naja, zwei von euch Biester sind, glaube ich, sehr heftig am Anfang. Zumal der andere ständig Treffer landet. Ja. Ich befürchte, zwei sind zu heftig. Okay, gut, dass ich hier nochmal Speicherpunkt angelegt habe. Tja. Wenn die zwei zu heftig sind, muss ich erstmal ausweichen. Das ist dunkel offen, ne? Aber vorher die Dunkelpilze, die nehme ich noch mit. Die kriegt ihr nicht, ihr Trüffelschweine. Ja, ist in Ordnung. Ich respektiere dein Territorium, du Wutz. Ja, ist gut. Reicht nicht rum, wie die abgestochene Sau, Herrgott nochmal. So, da gehen wir dort hier. Da hinten gibt es auf jeden Fall noch was zu holen, weiß ich. Da hinten an dem Baumstumpf dürfte Drachewurzel Drachewurzel kleben. Genau, sehr schön, wusste ich doch. Das sind so Sachen, die haben sich irgendwie eingebrannt. Und die weiß man auch noch Jahrzehnte später. Okay. Da ist noch eine Heilpflanze. Das war der Salat, den ich mir vorhin noch reingezwirbelt habe. Und, ja, du bist ein einzigster einsamer Lurker. Oh, Sumpfkraut gibt's hier auch noch. Njam. So. Kann ich später eventuell zu irgendeinem Rauchkraut umwandeln lassen. Ich glaube, da gibt's einer, der kauft mir Sumpfkraut ab. Okay. Servus, Jungs. Ich weiß, ihr gehört zu der Großbauern-Leut. Deswegen quatsche ich euch jetzt mal an. Kuckucks, Buster. Wen haben wir denn da? Dich kennen wir noch. Kenn ich dich nicht irgendwo her? Natürlich, du warst der Akrobatiklehrer im neue Lager. Schon möglich. Ich bin auf dem Weg zum Großbauern. So. Gefährlich siehst du mir ja nicht gerade aus.
So. Willst du es mal testen? Oha, da bin ich wohl an den Falschen geraten, was? Stimmt, genau. Dann zeig mal, was du drauf hast. Okay. Ja, die knüppeln sich mal ganz gern auf die Fresse hier, die Jungs, das wissen wir ja. Oh, der hält die Waffe aber gut. Komm her. So kann ich dich nämlich wesentlich besser blocken. Oh ja. So, komm her, du. Komm her. So. Ich glaube, der kann noch nicht so gute Kombos ausdehlen, der Typ. Sehr schön. Dann, deine Waffe gehört mir, der grobes Kriegsbeil, und ich flatter dich mal einen Bogen, Pfeiler, Fischsuppe, bisschen Zeug und Münze. Perfekt. Okay, der grobes Kriegsbeil ist etwas zu schwach. 40 Schade und dafür braucht man 50 Stärke. Alter Falter, Dinger lohnen sich und Scheißdreck. So. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Hörala. Pins, nicht? Okay, okay, du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? Waschzuppe und Riesling, wie immer. Ja, vor allem der, den ich fertig gemacht habe. Kannst du mir beibringen, besser zu kämpfen? Kann schon sein, dass ich dir den einen oder anderen Tipp geben kann. Okay. Okay, der kann mich in Einhandwaffe schule. Ich meine, der war Josell, war der absolute Einhandmeister, wie man es gesehen hat. Dann hier. Ich will mehr über die Söldner und die Gegend hier rausfinden. Über die Gegend kann ich dir nicht viel erzählen. Da fragst du am besten die Bauern. Und was uns Söldner betrifft, wir haben eine ganz einfache Regel. Wer sich durchsetzen kann, der ist dabei. Mhm. Ich glaube, du hättest das Zeug dazu, einer von uns zu werden. Aber nur, weil du in unserem letzten Kampf Glück hattest, solltest du nicht übermütig werden. Es gibt eine Menge Jungs auf dem Hof, die noch eine ganze Ecke besser sind als ich. Das stimmt allerdings. Sentenza zum Beispiel. Er bewacht den Zugang zur Farm. Leg dich bloß nicht mit ihm an. Zumindest nicht am Anfang, du hast recht. Aber ich hock mal ein bisschen hoch. Was ist mit diesem Sentenza? Er wird dir Gold abknöpfen wollen, wenn du zur Farm gehst. Das macht er bei jedem Neuen. Und wenn ich du wäre, dann würde ich bezahlen. Das habe ich damals auch getan. Und das Gute daran war, dass er danach für mich gestimmt hat. Mhm. Eine Hand wäscht die andere, hat er gemeint. Ich bin zwar all mein Gold losgeworden, aber es war sowieso nicht viel. Mhm. Und am Ende war ich froh darüber. Ich habe mal gesehen, wie er einen Kerl verprügelt hat, der nicht bezahlen wollte. Danke für den Tipp. Nicht wahr? Denkst du, er ist dir was wert? Jo, da kriegst du Almoser. Hier, nimm 5 Goldstücke. Danke, Mann. Jetzt kann ich mir heute Abend doch wieder einen brennen. Ich werd's dir nicht vergessen. Okay, dann Söldner will ich mich eigentlich nicht anschließen. So, was ist da mit dir, Kerl? Einfach nur ein namenloser Söldner. Ja, mit so Typen will ich nichts zu tun haben, die haben nichts zur Sache. Basta war im neuen Lager der Akrobatiklehrer, weiß ich auf jeden Fall noch. Und der war eigentlich das... Ja, der war doch damals nicht so der große Ansprechpartner für uns, logisch, weil ich wollte ja nicht Akrobatik lernen, aber trotzdem kennt man die Leute noch irgendwie aus Gothic Ends. So, dann kümmere ich mich jetzt um das große Feldräuberproblem hier. Du kannst schon mal für Quest vorarbeiten. Hoppla, ich wollte doch gar nicht die Karte. Ich wollte gar nicht auf die Karte gucken. 13.30 Uhr, ich wollte doch gucken, wie spät das mal hin. So. Komm her, du Kotzevieh. Ja, diese Feldräuber sind nicht gerade ohne. Bringen dafür auch 80 Erfahrungspunkte. So, die soll ich mal aber definitiv nur einzeln rauspicken. Degen der Banditen habe ich ja noch gefunden. Der Buchstabe F ist in den Knauf geritzt. So. Ich will nur wissen, wofür das F steht. Oh, das sind noch ein paar Lurker. Na, klasse. So, machen wir mal ein bisschen Feldarbeit hier. Zack, 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 zack. Wusch, auf die Schniss. Gosh. Manometer. Ja, wenn man irgendwann mal das Kampfsystem von deiner Wesen rausgefunden hat, wie die agieren und wie man da am besten vorgehen kann, ist das nämlich so ein Riesenproblem. Außerdem bringt diese Feldräuberjagd ja eigentlich schon ordentlich Erfahrungspunkte, gerade am Anfang.
Und ich bin ja so ein, wie mich Lootbürger schon genannt hat, so ein XP-Gauner. So ein Erfahrungsgauner. Hoppala. Ja, das war einer zu früh drauf. Bisschen Kollateralschade ist halt immer bei deiner Monster. Die kann man ja leider nicht blocken, die Biester. So. Süffelzeit. Dann machen wir nochmal hier die Yankee 3. Und gucken uns da hinten bei deinen Knaben noch um. Die Lurker sollte ich noch nicht attackieren. Die sind noch etwas zu stark für mich. Oh, das sind 3 auf einmal. Oh, 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 oh. Ja, das ist nicht so gut. Da muss ich mal einen anderen Standort suchen, um den Ende hier rauszulocken. Den hier. Genau. Ja, sehr schön. So konnte ich den Ende rauslocken. Und die anderen Feldräuber müssen nicht so sehr, dass hier die Party abgeht. Sonst kommen die auch noch dazu. Und gegen drei von deine Biester habe ich bei weitem keine Chance. Puh, gut, dass man hier so ein bisschen schummeln kann und dass die Einhandwaffe hier also ein bisschen zu weit dargestellt wird, wenn die Biester A rücken. So, dich brauche ich jetzt. So, komm her, du. Weil normalerweise hat dieses kleine Messer eigentlich null Reichweite. Die müssten schon unmittelbar vor mir stehen. Ich weiß nicht, da kommt man sich so ein bisschen vor wie bei Starship Troopers, wenn man gegen Bugs kämpft. Ich weiß nicht, habt ihr denn schon mal gesehen, Starship Troopers? Ich finde es eigentlich, obwohl es so etwas trashig ist, eigentlich unglaublich witzig, den Film. Sag mal, du. Zack und zack. Ja, die Feldräuber erinnern mich so ein bisschen an die Bugs, aber nicht an die normaler Soldate-Bugs. Die sehen ja ein bisschen anders aus. Irgendwie eckiger. Aber die erinnern so an Miniatur-Brain-Bug mit Panzer außenrum. So, Lurker, nein, soll ich noch nicht kämpfen. Aber hier haben wir noch so einen fetten Feldräuber. Upp, upp, upp. Hier sind, oh, 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 hier sind schon 3 auf Ammo stinkig. Das ist nicht so gut. Soll ich vielleicht die zuerst rauspicken? Ja, genau. Also so sieht es dann aus, wenn Bauer sein Feld komplett verloren hat. Dann sind zig Feldräuber auf dem Feld drauf. Also du hast irgendeinen Ackermann definitiv Konjunktur, nicht Konjunktur. Irgendeinen Ackermann hat definitiv hier, wie hieß, nicht Konjunktur, ach, mir fällt es jetzt in die Eier, der Begriff, verdammt nochmal. Auf jeden Fall hat hier einer definitiv sein Acker auflösen müssen. Da ging gar nichts mehr. Insolvenz, danke, jetzt weiß ich es wieder. Hin und wieder fallen mal Worte nicht so gut ein. Ach ja, man wird halt auch älter und so, ne? Ja, hier hat irgendein armer Ackermann definitiv Insolvenz anwenden müssen. Einmal war der Bode nicht gut genug, da hat's ein oder vielleicht sogar zu gut, da hat es einen Feldräuber angelockt. Dann kam der zweite Feldräuber und irgendwann waren zu wenig Knechte da, um die Feldräuber zu vertreiben. Und da hat man den Salat gehabt. Oder Eva auch nicht mehr ernten können, den Salat. So, komm her, du. Wasch der König. So. Jesus erleid. Mieser Krummbeerefresser-Dieb. So, jetzt du. Es ist definitiv nicht so verkehrt, wenn man sich die Biester einzeln rauspickt. Ist aber bewährt die Strategie, würde ich sagen. Aber das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, würde ich sagen. Dass hier die Feldräuber sind. Die auf der Felder sind ja wirklich nur das Xochs, was sich derzeit hier an der Ernte oder am Rest von der Ernte gütlich tut und delektiert. Das Übel hockt hier in der Höhle drin. Warum auch immer so ein riesiger Höhle auf so einem Acker drauf ist, weißt du, Deibel. So, zack, zack, zack. Und bei deiner Söldner auf Onas Hof scheint hier wohl wirklich noch so diese Regel aus der Minekolonie zu gelten. Nur wer stark ist, kriegt ein Stück vom Kuchen. Das kennen wir ja schon aus der Minekolonie. Nur wenn du stark genug bist, kannst du auch noch auf die Gosch geben und kannst dann ihr Zeug holen. Und bist du damit stark genug, dass du im oberer Hackordnung drin sitzt und mitmischen darfst. Das ist nichts Neues. So. Also bei denen geht es offensichtlich sehr rau zur Sache und da kann man nur Punkte, wenn man wirklich was auf dem Kasten hat.
Sodela. Ich mag mich trotzdem deine Söldner nicht anschließen, obwohl es verlockend ist, dass man dann dennoch als Drachejäger mit einsteigt. Das ist durchaus eine sehr, sagen wir mal, lohnenswert, die Klasse. Als Paladin wollen die mir leider dann auch nichts beibringen, was ihr Ausschlachtungstalente angeht, weil die Jungs haben richtig gute Sache drauf. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, als Paladin kann ich bei deiner Type nicht lernen, wie man Drachenblut und Drachenschuppe abzwackt. Wobei das natürlich sau praktisch wäre. Gerade so als Schmied und so. So, wie lange habe ich bis zum nächsten Level noch? Ah, nämlich viel. 440 Lernpunkte fehlen mir noch bis zum nächsten Level. Sieht ja soweit ganz gut aus. Du müsstest doch irgend so ein Hansel noch stehen, der sich denn gegen die Feldräuber hier behaupten will. Ich glaube, mit dem Typ sollte man noch sprechen. Das ist nämlich der Hansel, der den Auftrag auch gekriegt hat, gegen die Feldräuber zu kämpfen. Und dann will der uns verarschen, dann müssen wir ihn fertig machen. So, aber gegen die Feldräuber können wir definitiv hier die Hilfe brauchen. Fester. So. Hallo? Was machst du hier? Ich bereite mich auf den Kampf vor. Mhm. Wieso? In letzter Zeit haben die Bauern immer mehr Probleme mit den Feldräubern. Ein paar von ihnen haben sich sogar fressen lassen. Das fand der dicke Ona nicht gerade lustig. Hm. Wir haben alle eine Woche lang keinen Sold bekommen. Und es war mehr oder weniger meine Schuld. Jetzt will Lee, dass ich das Nest der Viecher alleine platt mache. Und die anderen Jungs haben schon Wetten abgeschlossen, ob ich es überlebe. So. Wo ist das Nest? Mitten auf dem Feld hier, in dem großen Felsen. Ja, ist auch geschickt, dann du einen Acker außenrum anzulegen, aber sei's drum. Wir könnten das Nest gemeinsam angreifen. Du willst mir helfen? Warum? So. Ich will Gold sehen. Du Drecksack! Du willst meine Lage ausnutzen, was? Entweder ich bezahle dich, oder ich gehe wahrscheinlich bei der Sache drauf. Na gut, ich kann dir 50 Goldstücke zahlen, mehr hab ich nicht. Ich meine, ihr seid Söldner, das sollte euch nichts Neues sein. Lass uns das Nest angreifen. Jetzt gleich? Oder musst du dich vorher noch ausrüsten? Du könntest nochmal zum Hof gehen. Nee, komm. Jetzt ist genauso gut wie später. Mach mal, solange es noch hell ist. Lass mal sehen, was du drauf hast. Wir können später uns jo, wenn es dunkel ist, ich meine, jetzt haben wir es 15 oder 16, haben eh schon 2 Stunden auf dem Acker verbracht, um die Feldräuber niederzumachen. Können wir genauso gut jetzt nach hier angreifen. Wie gesagt, mit auf dem Acker war so riesige Höhle, hallo? Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Das sollte dich nicht überraschen. Du dummer Hund, geh doch mal näher dran. Der schießt die ganze Zeit nur gegen den Felsbrocke, der Blödmann. Dumm Huf. So. Also der Dappschädel auch noch alle. Jetzt hat der Dappschädel auch noch alle Pfeile verschossen, die er gehabt hat wahrscheinlich. Komm. Nein, ist viel weniger. So, ich will auf jeden Fall, dass der Typ da ist wieder eins von diesen Drecksviechern noch viel an Gesundheit einbüßt, weil ich muss dann später gegen den Kämpfer, wenn es fertig viel ist. Weniger. Deswegen war es gar nicht mehr so verkehrt, dass der so ein bisschen eingesteckt hat noch von dem Feldräuber. Wir sollten den Noro auf jeden Fall speichern. Der flitzt jetzt in die Höhlerei. Und dann sollten wir hier nochmal speichern. Weil ich will gegen den Typ nochmal kämpfen. Gerade so ein bisschen abseits kann ich nochmal ausrauben. So, hier gibt es auf jeden Fall praktische Sachen in der Höhle. Du gibst so einen Geschicklichkeitstrank, also wenn ich mich nicht irre. Geschleppt. Widerlich. Allerdings. Die Drecksviecher dürften wohl alle platt sein. Gut. Lass uns wieder zurückgehen. Fehlt nur noch Drecksvieh. Warte mal. Und zwar du. Was ist mit unserer Abmachung? Hey, du wolltest meine Lage ausnutzen. Jetzt habe ich dich ein bisschen ausgenutzt. Aber sieh's mal positiv. Du hast dazugelernt. Das ist doch auch was, oder? Sehe ich nicht so. Ich denke, du bist mal wieder reif für eine Trachtprügel. Ich lasse mich nicht gern verarschen. Mir kommen die Tränen. Na komm her, du dummer Hund. So. Hey. Der hat ja richtig was drauf hier, wenn er uns so viel Schade abzwackt. Du Mistkerl. Nett mit mir. Ich habe schon ganz andere platt gemacht. So. Holen wir uns ein dämliches, grobes Kriegsbeil und... Oh, vom Wege 50 Gold, 22 hat er im Hosesack, der Drecksbangert. So. Dann heile ich mich nochmal mit so einem Ding hoch. Petz mir noch ein bisschen Fleisch in die Wangetasche. Und dann gucken wir mal. So, steh wieder auf, du Kerl. Und... Oh Mann, mein Kopf.
Jetzt rennt er wieder ins Nest zurück. Oh, jetzt hat er sich mit was anderem ausgerüstet. Okay, okay, du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? So. Ich denke, du bist mal wieder reif für eine Tracht Prügel. Was zum Teufel willst du schon wieder von mir? Ich wollte dich einfach mal wieder am Dreck liegen sehen. So. Die will ich nämlich auch, die Waffe. Also so geht's nicht, mein Lieber. So. Dann hole ich mir nämlich auch diese rostige Schwerter und Gedönse hier. Hier haben wir noch eine rostige Axt, nicht, dass der Typ sich dort damit wieder ausrüscht. So geht's nämlich nicht, mein lieber Freund. Vorne war noch ein rostiges Schwert. Das gehört jetzt auch mir. Also nicht, dass du auf irgendwelche dumme Ideen kommst, mein Lieber. So, Pfeil, Pfeil. Dass er sich hier eventuell auch noch den Kurzbogen schnappt. Weil offensichtlich haben die Bauern hier so halbärschige Versuche, um dann nochmal gegen die Feldräuber vorzugehen. So, Kerler. Warte mal. Okay, okay, du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? So, gut, dann war's das. Allerhopp, dann gucke ich mich jetzt hier nochmal um. Ich kann es jetzt sehen, wenn die Typen sich dann irgendwo anders noch Waffe organisieren. Wenn sie schon verlieren, dann sollen sie auch die Schmach haben und sich wieder Gold beschaffen, damit sie sich neue Waffe kaufen können. Ja, die tote Bauern sind tatsächlich hier gelandet. Das ist jetzt nicht so schön. Gold haben wir hier noch. Da hinten glitzert schon mein Geschicklichkeitstrank. Ich sehe dich. So, Gold. Goldener Ring haben wir sogar noch. Butlerfleisch. Gold, 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 Gold. Über alles in der Welt. Ein Trank haben wir hier noch. Gold ist immer noch der beste Gott. So. Eieiei, da liegt ja mehr als genug Zeug rum. So, das war's dann, glaube ich. Dann können wir uns den Geschicklichkeitstrank noch reinzwirbeln. Da ist er. Oh, nur 3. Na egal, komm, ich nehme, was ich kriegen kann. Ursprünglich waren es bei Gothic 2 immer um 5 erhöht. Schade, dass es nur 3 ist hier. Dumm gelaufen. Ist halt diese Nacht des Raben-Engine, die immer alles schwerer machen muss, als es eigentlich war. So, didum, didum, didum. Aber ich glaube, hinter der Höhle lungern noch ein paar rum. Genau. Ich habe nämlich so viel bis zum nächsten Level. Dann kann ich genauso gut hier nochmal einen Speicherpunkt einlegen. Ach ja, die Feldräuberjagd, die Feldräuberernte läuft gut. So, komm her, du Drecksvieh. Aber ich habe wenigstens wieder ein bisschen mehr Geschicklichkeit, oder für sollte ich schließlich auch dankbar sein. Egal, ob es jetzt 3 oder 5 sind. Man sollte für jeden Attributspunkt, den man geschenkt kriegt, definitiv dankbar sein. So, komm her, du. Ah, da ist noch so eine Tafel. Zack, zack. Auf die Schließ! Jetzt gibt's was auf der Wäsching! Komm her! Du Mistgetier! Dich mache ich fertig! Komm! Sehr schön. Ist das eine Aldi oder einfach nur Steintafel? Gucken wir mal, was auf der Stelltafel draufsteht. Ob das so ein Attributsding ist. Stelltafel der Magie, Lebensenergie, des Bogenschützen und des Einhandkampfes. Ja, Geilomat! Super geil. Bringen die uns jetzt schon was, oder? Das kann ich nicht lesen. Stimmt. Wir müssen erstmal die Schrift entziffern können. Ich glaube, das kriegt man erst im Nacht des Rabengebiet beigebracht. Vom Myxia oder so. Oder wie der Hansel heißt. Da haben wir noch einen Innerschrein. Jetzt ist Zeit zu beten. So. Was kann ich dann opfern? 100 Goldstücke. Geschicklichkeit plus 1. Danke, Inners. Sehr schön. Jetzt habe ich Geschicklichkeit von 50. Ja, geiler Scheiß. Dann speichern wir nochmal hier. Guck mal, ob der Blitz 2 mal einschlägt. Und, guter Innos. Innos, dank für dein Gebet. Na gut. Manchmal ist Bete nützlich, manchmal eher nicht so sehr. Aber das erste Mal Bete bringt normalerweise bei manchen Schreinen irgendein geiler Attributspunkt, egal ob das Lebensenergie, ob das Geschicklichkeit oder Mana oder sonst was ist. Ich nehme alles liebend gern. Natürlich auch Stärke. Ah, da haben wir noch was. Heilpflanze und noch eine Stelltafel. Ja, also es kann definitiv nicht schaden, wenn man diese Schrift dann lernt. Mir wurde noch gesagt an der Stelle, lieber Benjamin, vielen Dank. Ah, Steintafel der Stärke, geil. Wie gesagt, nochmal vielen Dank, lieber Benjamin. Ich glaube, du warst, der mir es gesagt hat, dass man die Stelltafeln gesammelt ablegen soll. Also, wenn man viel von den alten Stelltafeln hat, soll man die als ein großes Bündel an Watras geben, weil man so noch
Mana kriegt oder Lootbürger. Ich weiß es nicht, wie wer es von euch war. Auf jeden Fall, irgendjemand hat mir den ultra freundlichen Tipp gegeben, dass man die Stelltafeln an Vatras geschlossen geben sollte, weil je mehr von den alten Stelltafeln, desto besser. Und dann kriegt man einen Mana-Bonus. Gerade wenn man als Paladin do weitermachen will, wäre es natürlich nicht schlecht, über einen gewissen Mana-Pool zu verfügen. Ich weiß es leider echt nicht, wer mir den Tipp gegeben hat, aber an der Stelle nochmal vielen lieben Dank dafür. Ich finde es sowieso ultra geil, dass mein Gothic 2-Projekt wirklich derart viele Follower hat. Das merke ich so richtig auch an der Zahl, wie viel Aufrufe meine Videos haben. Also Gothic 2 ist anscheinend so Prestige-Projekt von mir, was wirklich sehr stark verfolgt wird im Vergleich zu anderen Projekten. Deswegen wollte ich an der Stelle euch nochmal als meine Abonnenten und meine Zuschauer nochmal vielen herzlichen Dank ausrichten. Ich finde es klasse, dass ihr für so alte Spiele noch zu begeistern seid. Es war früher einfach so ein Stück Kindheit, denn ich denke, euch geht's nicht anders. Man hat früher, geil, endliche Level. Ich denke, man hat früher einfach so viel Zeit mit den Spielen verbracht, dass man wirklich jetzt einfach nochmal so ein Stück Nostalgie und so ein Stück Kindheit in den Projekten sieht. Das gefällt mir sehr gut und ich denke, euch gefällt das genauso gut. Und aus dem Grund, wenn ihr wahrscheinlich auch Gothic 2 gucke, weil ihr das wahrscheinlich so mit so einem Stück Kindheit verbinden oder beziehungsweise mit so einem Stück Jugend, je nachdem wann ihr das gespielt habt, und dass das einfach mit dazugehört, zu den alten Klassiker, die man immer noch spielen kann und die man immer noch gern spielt. So, hinterher, zack. Gott, jetzt sind all mein Butlerfleisch aufgebraucht. Und ich mag jetzt nochmal kurz da hin und hier, gucke in die Felsspalte. Ich glaube, da ist nämlich auch noch eine Innos-Statue. So, wie viel haben wir dann? 307 Gold, könnte auch sein, dass da noch eine Innos-Statue steckt. So oder so, die ganze Attributspunkte, die wir da nehmen, oder die wir da kriegen, nehme ich liebend gern. Aber da oben sind auf jeden Fall die Bandite, die unser Bild haben, die unseren Steckbrief haben. So, dann machen wir hier nochmal die Yankee 3. Und links, rechts. Okay. Gut, 50 Gold ist uns das Ganze wert. Und Bolze gibt es auch noch 50 Stück. Ich glaube, da hinten ist noch irgendein Jäger, der uns was beibringen kann. Der dürfte kurz... Ja, genau, der dürfte hier sein, richtig. Ich habe ihn jetzt etwas weiter weg in Erinnerung. Aber ich glaube, der Typ hilft uns und... So. Der Typ gibt uns Lehrstunde in Tiere ausweiten, wenn wir ihm Essen bringen. Ich weiß nämlich, was es genau war, was wir ihm alles bringen müssen. Vielleicht war es auch Milch oder sowas. Bin mir nämlich sicher, wir werden es gleich erfahren. Links, rechts, rechts, links. Okay, perfekt. Da gibt es Woi, ein Bergkristall, ein Heiltrank und ein Kleibissel Gold. Und noch einmal. Das geht einfach so auf. Da haben wir noch drei Dietriche, ein Dolch und ein bisschen Gold. Perfekt. War da noch irgendein, war das irgendein Special-Dolch oder... Schau mal gerade mal. Nee, das war irgendein stinknormaler. Okay. So, Kerl. Jetzt mag ich mal mit dir sprechen. Hey, du. Jupp. Alles klar? ein fremder Wanderer. Ich bin sehr beschäftigt. Also, was willst du? So. Was machst du hier? Was so ein Holzfäller und Jäger eben so macht. Was gibt's hier Interessantes zu sehen? Interessant ist gut gesagt. Wenn du hier weiter in den Wald hineingehst, dann wirst du auf ganz üble Gesellen treffen. Mhm. Sie sind etwa 3 Meter groß, haarig und ziemlich schlecht gelaunt. Mhm. Also geh da nicht hin, wenn du nicht stark genug für sie bist. Ja, du sind Trolle. So. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Klar. Aber erst besorgst du mir was Anständiges zu essen. Ich sterbe vor Hunger hier draußen. Ich will eine Flasche Milch, ein Brot und einen fetten Schinken. Und dann bringe ich dir bei, was du willst. Okay. Brot und Schinke brauche ich nur. Schinke habe ich derzeit nicht. Brot habe ich leider gefuttert, das Goblin-Brot, Dunkeloffe. Aber eine Flasche Milch habe ich auf jeden Fall schon. Das Frühstück der Champions. Da haben wir noch Feuerwurzel und eine Drachenwurzel. Geil. So, dann können wir jetzt nochmal zurück. Und ich mag mich jetzt nicht einfach so auf der Hof- und Großbauerei schleichen. Das sehen die Jungs gar nicht gern.
deswegen gehe ich jetzt lieber nochmal noch zum Haupteingang, wo der Sentenzer wartet und zoll mein Tribut. So, Lederbeutel, wo war dann der? Einmal hier ohne Kenner? Nee, nirgendwo, ne? Apfeltabak, Blutkelch. Was sind denn diese verflixte Lederbeutel? Ein Lederbeutel, ein paar Münzen klimpern darin. Allerhopp. 25 Gold gibt's da dafür. Zu deiner Bandite kann ich ja nicht hingehen. Es sind Unmenge. Es sind einfach abartig viele Bandite. Das bringt so nix. Deswegen, da sollte ich definitiv noch nicht hochgehen. Außerdem dämmert's jetzt auch schon. 18.16 Uhr hämmer's. Das ist optimal, dass wir jetzt zum Großbauer gehen. Und da einfach nochmal gemütlich mit den Jungs ein bisschen plaudern. Aber ich jetzt sag ihr, liebe Leid. Das machen wir natürlich. 1, 2, 3, ihr sagt's. Morgen, genau. Das machen wir morgen bei Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Ah, der kämpft jetzt mit einem schweren Ast in der Jemuk von Ort. Alles klar. Gut, dann mache ich jetzt hier meinen Speicherpunkt. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Also machen's gut. Und bis morgen dann, euer Yankee.